Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video geht es um Weihrauch und es geht nicht um das Räuchern mit Weihrauch, also mit dem Harz, sondern es geht wirklich um die Frage, kann man das auch einnehmen und wenn ja, was hat denn das oder was kann denn das für eine Wirkung haben? Wir alle kennen Weihrauch aus der Kirche und verbinden damit was Traditionelles, was Reinigendes, also Räuchern generell wird auch in Rauhnächten ganz gerne betrieben. Wenn man sozusagen das alte Jahr loslassen möchte, um frei in das neue Jahr zu starten. Aber dennoch gibt es ja in unseren Apotheken sowohl in Deutschland als auch in Österreich Weihrauchkapseln zu kaufen. Man kann sie auch im Internet bestellen. Aber die Frage ist, wofür sind denn diese Weihrauchkapseln eigentlich? Ich muss dazu sagen, ich habe diese Weihrauchkapseln auch schon ausprobiert, weil es ja heißt, dass Weihrauchkapseln Schmerzen lindern sollen. Und wie ihr wisst, ich war ganz lange chronische Schmerzpatientin und habe diese Weihrauchkapseln auch ausprobiert. Allerdings haben sie damals bei mir nicht so gut geholfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Was aber daran gelegen hat, dass es bei mir wirklich eine organische Ursache hatte. Also ich hatte wirklich Verwachsungen von Harnblase an mein kleines Becken. Und da waren einfach die Schmerzen zu stark, als dass diese Weihrauchkapseln hätten überhaupt wirken können. Dennoch möchte ich gerne heute darüber berichten. Überhaupt darauf gekommen, auf diese Weihrauchkapseln, bin ich damals durch Ayurveda. Im Ayurveda sind diese Weihrauchkapseln bekannt dazu, dass sie wirklich Gelenkbeschwerden lindern können, also Entzündungen, die die Gelenke betreffen, auch bekämpfen sozusagen. Und Weihrauch wird ja aus Myrrhe gewonnen und Myrrhe ist Harz von dem Weihrauchbaum und der Weihrauchbaum heißt auch Boswellia. Deswegen sind auch die Weihrauchkapseln unter Boswellia serrata zu finden, wer das auch gerne mal eingeben möchte. Gewonnen wird das Harz dadurch, dass die Bäume immer wieder angeritzt werden und dieser flüssige Harz sozusagen dann ins Fließen kommt und aus dem Baum austritt und so wird dieser Baum nach und nach immer wieder gemolken. Wenn das Harz dann wieder getrocknet ist und wirklich hart wird, dann wird es auch erst Weihrauch genannt. Aber jetzt bevor ich auf die Wirkungen eingehe und wie auch dieser Weihrauch wirken soll, sage ich euch noch, was denn für Inhaltsstoffe in diesem Weihrauch enthalten sind. Und zwar sind 15 bis 20% in diesem Harz die sogenannte Harzsäure. Meistens befindet sich die Zahl zwischen 15 und 16%. Manche Studien haben aber auch ergeben, dass bis zu 20% Säure enthalten sein kann. Zudem befinden sich Schleimstoffe in dem Harz. Das ist ja auch ganz logisch, weil es ja wirklich ein Sekret auch ist, das der Baum sozusagen absondert. Und dazu kommen dann noch ungefähr 10% ätherische Öle. So, jetzt aber zur Wirkung. Also im Ayurveda, wie gesagt, wird es auch bei Gelenksbeschwerden und Entzündungen, die eben Gelenkbeschwerden hervorrufen, angewandt. Es soll aber auch gerade in der europäischen Kultur oft schon als Mittel einfach gegen Entzündungen aller Art und auch gegen Depressionen angewendet werden. Natürlich ist die Wirkung bis heute nicht wirklich erwiesen, aber man kann sich auch einfach mal durch die Foren durchlesen, wer schon quasi Erfahrungen damit gemacht hat. Ich finde immer, ein Versuch ist es wirklich allemal wert und vor allem auch darüber zu recherchieren und wirklich zu lesen und sich zu informieren. Natürlich ist es immer individuell. Der eine springt auf Aspirin mehr an als der andere oder genauso bei Ibuprofen oder bei Antibiotika haben die manche die Nebenwirkungen und andere so. Von dem her ist es auch bei naturheilkundlichen Mittelchen, sage ich jetzt mal, der gleiche Fall. Aber der Hauptwirkstoff von diesen Weihrauchkapseln ist diese Boswellia-Säure. Das ist die Säure, eben diese Harzsäure, die darin vorhanden ist. Und diese Säure kann dazu in der Lage sein, Entzündungen zu bekämpfen. Und gerade da eben auch, wo der Entzündungsherd ist, also die Quelle. Es lindert nicht nur die Symptome, sondern es ist wirklich eine Behandlung, die auch die Ursache sozusagen mit behandelt. Und da es sich um ein naturheilkundliches Mittel handelt, ist es auch eigentlich nebenwirkungsfrei. Natürlich, wer viel zu viel Weihrauchkapseln zu sich nimmt, kann auch dementsprechend die Nebenwirkungen haben, wie Verdauungsbeschwerden etc. Auch hier gilt wie immer, die Dosis macht das Gift. So, aber jetzt nochmal die Wirkung von diesen Boswellia-Säuren bzw. von den Weihrauchkapseln konkret erklärt an einem Beispiel. Und zwar habe ich das Beispiel eben der Gelenkentzündungen gewählt. Und es ist so, dass chronische Gelenkentzündungen erst entstehen, wenn, also eine Ursache kann sein, eine Leukotrien-Biosynthese, so wird es genannt. Und durch diese Leukotrien-Biosynthese werden Entzündungsmediatoren ausgesendet. Und diese Entzündungsmediatoren wiederum setzen Enzyme frei. Und diese Enzyme wiederum verursachen diese Entzündung. Und da ist es jetzt so, dass diese Boswelliasäure, also diese Harzsäure, ins Spiel kommt, weil diese dazu in der Lage sein kann, diese Enzyme zu blockieren. Also wird diese Leukotrien-Biosynthese blockiert. Und dadurch können Gelenke dann wieder
besser laufen, sage ich jetzt mal. Sie fühlen sich wieder viel, viel geschmeidiger an. Natürlich möchte ich jetzt wieder hier keine Heilversprechen machen, dass es bei jedem hilft. Allerdings ist es wie immer einen Versuch wert und auch einfach auch mal online zu gehen und darüber Studien zu lesen oder Erfahrungsberichte zu lesen, kann schon enorm helfen, sich eine Meinung zu bilden, ob es einem wert ist, das auszuprobieren oder nicht. Allerdings ist es natürlich auch so, dass diese Biokatalysatoren, die für die Entzündung auch zuständig sind oder sozusagen der Nährstoff eben für Entzündungen sind, durch diese Boswelliasäure eingeschränkt werden kann. Ohne Nebenwirkungen bzw. fast nebenwirkungsfrei. Ihr müsst euch vorstellen, dass manche Medikamente natürlich den gleichen oder ähnlichen Effekt haben, allerdings bringen meiner Meinung nach richtige Hämmer auch oft mal Nebenwirkungen mit. Natürlich muss das nicht sein, aber ich für mich gehe den naturheilkundlichen Weg gerne primär. Natürlich ist es auch manchmal so, dass man auf wirklich richtige Medikamente aus der Schulmedizin angewiesen ist. Um Gottes Willen, das will ich überhaupt gar nicht bestreiten. Jeder muss für sich selber wissen, was für einen der beste Weg ist. Dieses Video dient natürlich auch wieder reinen Informationszwecken. Und es soll ein Denkanstoß einfach jetzt gewesen sein, dass ihr euch, wer vielleicht unter Gelenkbeschwerden oder diverse Entzündungen im Körper leidet und gerne erstmal einen sanften Weg gehen möchte und ausprobieren möchte, für den war dieses Video quasi bestimmt. Ja, dem Weihrauch, also den Boswelliasäuren, werden auch noch weitere entzündungshemmende Eigenschaften zugesagt. Damit habe ich allerdings keine Erfahrungen gemacht. Es handelt sich hierbei auch um Reizdarm, also um entzündliche Darmerkrankungen oder auch eben um Entzündungen, die die Atemwege betreffen. Ansonsten bedanke ich mich natürlich mal wieder ganz, ganz herzlich fürs Einschalten. Und ich hoffe, es war eine Inspiration für den ein oder anderen von euch. Und ich freue mich natürlich aufs nächste Mal, wenn ihr dann wieder einschaltet. Macht es gut und bis dahin. Tschüss!